Meine lieben Kameradinnen und Kameraden, liebe Freunde, liebe Mitstreiter, ich bin der Einladung hierher nach Büdingen mit großer Freude gefolgt, weil ich weiß, dass hier eine einsatzfähige, kreative und standhafte Truppe anzutreffen ist, die einen politischen Kampf führt, der beispielhaft ist. Und damit komme ich auch gleich zu einem Herzensanliegen, warum ich die Einladung hierher zu euch gerne angenommen habe. Weil uns, gerade uns als einer kleinen politischen Kampfgemeinschaft, nicht gedient ist, mit Selbstmitleid, mit dem Verbreiten schlechter, negativer Gefühle, mit dem Beklagen, wie schlimm das System zu uns ist, wie schwach wir selbst sind. Ja, meine lieben Freunde, das wissen wir alle, aber man macht sich dadurch nicht stärker und einsatzfreudiger, wenn man sich gegenseitig in der Misere bekräftigt. Das Gegenteil, meine lieben Freunde, ist wichtig, dass man weiß, warum man den politischen Kampf führt, den wir führen, und dass man sich darin bekräftigt, diesen Kampf gut zu führen und diesen Kampf so effizient als möglich zu führen. Und dafür habt ihr, meine lieben Freunde, hier in Hessen die besten Voraussetzungen. Ich weiß, wovon ich spreche. Seit nunmehr 10 Jahren habe ich das zweifelhafte, aber unter dem Strich letzten Endes aufmunternde Vergnügen, als Einzelstadtrat, als Einzelkämpfer in München meinen 79 links vernebelten Stadtratskolleginnen und Kollegen bei jeder sich bietenden Gelegenheit herzhafte, dunkle Farbtöne auf weiße Tischdecken zu schütten. Und das macht Spaß, meine lieben Freunde, weil man auch in diesem Fall weiß, dass es ja sonst keiner macht und dass es gemacht wird, dass überhaupt Widerstand geleistet wird, dass dagegen gehalten wird, so gut als möglich, so laut als möglich, so nachhaltig als möglich, dass man den anderen als Leibhaftiger, Gott sei bei uns, in Erinnerung ist. Darauf kommt es an. Und ich wiederhole mich, meine lieben Freunde, wenn wir es nicht machen, wenn ich es in München nicht mache, wenn unser Udo Vogt in Straßburg und Brüssel es nicht machen würde, es nimmt uns doch keiner unsere Aufgabe, unsere politische Mission ab. Wenn wir es nicht machen, es ist niemand da, der die letzte Linie dieses Volkes verkörpert, so wie wir das verkörpern. Und auch da müssen wir uns doch überhaupt nichts in die eigene Tasche lügen, sondern wir wissen, dass wir die älteste und inzwischen auch einzige authentische nationale Oppositionskraft in diesem Land sind. Die anderen, über die ich gar nicht lange reden will, die sich selber für Alternativen halten, aber wahrscheinlich die Alternative für Israel oder für wen auch immer sind, aber nicht für Deutschland, über die brauchen wir nicht sprechen. Die einzige wahre Alternative für unser eigenes Volk, meine lieben Freunde und Freundinnen, das sind wir, die Nationaldemokraten. Und wir sind heute wichtiger als jemals in den letzten 50 Jahren, als wir es waren hier in diesem Land. Wir. Und wir dürfen uns auch, meine lieben Freunde, überhaupt nicht täuschen lassen oder entmutigen lassen, dass zurzeit die Wählergunst uns nicht mit großen zweistelligen Prozentzahlen segnet. Das ist alles, wie man so schön neudeutsch sagt, ein Hype, ein vorübergehender Aufschwung. Aber es werden sich diejenigen, die heute auf stolzen Wählerrossen sitzen, noch ganz, ganz schnell entzaubert wissen. Und dann wird sich der Wähler auch wieder an diejenigen erinnern, die ungebrochen seit langen Jahrzehnten die Fahne unseres Volkes hochgehalten haben. Auch vor Jahrzehnten schon, als uns der Wind auch schon kräftig ins Gesicht geblasen hat und heute erst recht. Meine lieben Freunde, wir sind heute so wichtig wie nie zuvor, weil gerade heute eine echte, eine authentische nationale Opposition für dieses Land lebenswichtig ist. Und weil es lebenswichtig für dieses Volk ist, dass dem Wähler gezeigt wird, wo falsche Götzen, falsche Geister beschworen werden und wo der wahre Schlag, der wahre Herzschlag dieses Volkes pocht. Das ist bei uns und nirgendwo sonst, meine lieben Freunde. Und gerade hier bei euch in Hessen, wo gute Arbeit geleistet werden kann, und es ist immer schön, wenn man gerade in kleine, entfernte Landstriche und Ortschaften kommt und dann findet man dort 50,
zu allem entschlossene patriotische Kämpfer, die einem auch mit gläubigen Blicken ansehen. Und das tut gut, meine lieben Freunde. Es ist ja nicht so, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte oder unerschöpfliche Batterien hätte, sondern es tut auch mir immer gut, wenn ich in eine Gemeinschaft Gleichgesinnter komme und dann sehe ich dort Kämpfer, die genau das Gleiche wollen wie ich und die von der gleichen Zuversicht erfüllt sind, wie ich das bin. Das tut, meine lieben Freunde, auch mir gut in der Seele, weil jeder auf Gemeinschaft unter Gleichgesinnten angewiesen ist. Und wenn man dann tatsächlich weit fährt, hunderte Kilometer, und trifft dann auf eine Kampfgemeinschaft, die bewährt ist, die auf Erfolge zurückblicken kann, dann ist das etwas, was auch mich bekräftigt und mir auch wieder neue Kraft gibt, wenn ich heute Abend zurückfahre. Wir führen unseren Kampf umso erfolgreicher, je besser ausgebaute, je besser funktionierende Strukturen wir haben. Das ist bei euch hier in Hessen in einer einzigartigen Weise der Fall. Ihr seid ein wahrer Glücksfall für unsere Partei. Das ist kein Geheimnis. Und es ist auch kein Geheimnis, dass wir auch zur bevorstehenden Landtagswahl gute Ergebnisse von euch erwarten. Und ich bin ganz sicher, dass ihr selbstverständlich alle unsere Erwartungen auch in schwerster Zeit erfüllen werdet, weil ihr ein guter und effizient kämpfender Landesverband seid. Und wo es solche Strukturen wie bei euch hier in Hessen nicht gibt, da hängt umso mehr davon ab, dass auch Einzelne an der Stelle, an die sie hingesetzt sind, ihre Arbeit tun, ohne nach dem Erfolg zu schielen, weil der Wahlerfolg ist in unsicheren Zeiten, in weithin umnachteten Zeiten, in denen wir leben, meine lieben Freunde, etwas, auf das wir nur bedingt Einfluss haben. Jeder von uns weiß, dass er im Wahlkampf, wenn es darauf ankommt, alles gibt, dass der Tag keine 24, sondern 36 Stunden hat. Das weiß jeder von euch, der im Wahlkampf steht. Und es weiß auch jeder, was davon abhängt. Aber es gibt Faktoren, die stehen nicht unter unserem Einfluss, auf die haben wir keinen Einfluss. Und manchmal braucht der Erfolg eben auch erst eine Zeit, bis er reift. Aber das, meine lieben Freunde, das kann nicht unser Gradmesser sein. Unser Gradmesser, unsere Wertekoordinaten, die tragen wir in uns selbst. Und wir dürfen deshalb auch nicht nach dem Erfolg schielen und vor lauter Resignation in den Keller gehen und auf Jahre hinaus unsere Wunden lecken, weil das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe, meine lieben Freunde, ist, standzuhalten, Gesicht zu zeigen, auch wenn am Ende das Ergebnis vielleicht nicht so ist, wie wir es uns im Einzelnen erwarten. Aber wir, und das denke ich, das zeichnet uns aus, wir sind nur unserem Volk gegenüber verantwortlich. Die anderen, die stehen in der Verantwortung, in der Pflicht ihrer Lobbys, ihrer überstaatlichen Geldgeber, ihrer Firmensponsoren, denen gegenüber sie Verantwortung haben. Das fällt bei uns alles weg, meine lieben Freunde. Wir sind nur unserem Volk gegenüber verantwortlich. Dem gegenüber stehen wir in der Pflicht. Und dem Volk gegenüber werden wir irgendwann Rechenschaft ablegen müssen, wenn wir nicht mehr hier unter den Lebenden sind. Aber davon bin ich zutiefst überzeugt, dass an uns ein anderer Maßstab angelegt wird als an die Verräterparteien, als die Kleinkarierten, an die Bezahlten der etablierten Parteien. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Und meine lieben Freunde, wenn man so empfindet, wenn man von dieser Gewissheit durchdrungen ist, dass es letzten Endes ein sittlicher Befehl ist, der uns in unserem politischen Kampf beflügelt, dann ist man aber auch gefeit gegen die Momente des Zweifels, gegen die Perioden, die jeder hin und wieder hat, wo er am liebsten alles hinschmeißen möchte, wo er verzweifeln möchte. Aber meine lieben Freunde, das trifft uns nicht. Das ist nicht unser Film. Unser Film ist, einzustehen für das ewige Überleben unseres Volkes, für die ewigen überzeitlichen Werte, die dieses Volk in den letzten 2000 Jahren groß gemacht haben und die immer wieder in vielen Jahrhunderten deutsche Geschichte auch das Überleben dieses Volkes gesichert haben. Für diese Werte einzustehen, das Überleben unseres Volkes heute, gerade in dieser Zeit,
sicherzustellen, dafür einzustehen. Das ist unsere Aufgabe, die uns niemand abnimmt und die wir nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen haben, weil außer uns keiner da ist, der in dieser Verantwortung seinem Volk gegenübersteht. Das tun nur wir, die Nationaldemokraten. Bei dieser Gelegenheit auch gleich noch ein Gedanke. Ich weiß, dass ich mich da wiederhole und dass ich diesen Gedanken auf Facebook so und so oft in der Welt herumgepostet habe. Und ich bin im Übrigen auch froh, dass ich manchen heute hier leibhaftig in Fleisch und Blut vor mir sitzen sehe, den ich ansonsten nur in einem kleinen viereckigen Bildchen auf Facebook kenne. Auch das ist schön, wenn man die Kämpfer mal leibhaftig vor sich sieht und sich an ihren Mienen freuen kann. Das ist etwas anderes als die virtuelle Kameradschaft. Am Ende spielt das Leben und der Kampf sich eben doch in der Realität ab und nicht auf Facebook oder auf WhatsApp. Aber meine lieben Freunde, etwas, was mich auch tief beseligt und sicher macht in unserer Sache, das ist die Tatsache, dass wir, was haben wir zu verlieren, meine lieben Freunde? Was droht uns? Halten wir doch unseren politischen Kampf gegen den Kampf, den unsere Großväter zu führen hatten, 1943, 1945 in den Bombenkellern, an der Ostfront einer 10- und 20-fachen Übermacht gegenüberstehend, wo man erschossen werden konnte, wo man schlimme Tode sterben konnte, wo man seinen Unterstand verlassen konnte und umgekommen ist. Was droht uns denn dem gegenüber, meine lieben Freunde? Wir haben uns zu vergleichen mit unseren Vätern, die auch nicht gefragt und geklagt und gejammert haben, sondern von denen selbstverständlich verlangt worden ist, einzustehen mit ihrem Leben für ihr Volk und sein Überleben. Das ist der Maßstab, der uns beflügeln muss, meine lieben Freunde. Und nicht die kleinen Schrecknisse dieses Systems, das im Abdanken begriffen ist, die Paragraphen, mit denen dieses System uns bedroht. Was will uns denn passieren, meine lieben Freunde? Das Ärgste, was dieses Jammersystem gegen uns aufzubieten hat, das sind Paragraphen, das sind Winkeladvokaten, das sind Geldstrafen. Das kann doch niemanden abhalten von seinem Tun, meine lieben Freunde, der sich in der ewigen Verantwortung für sein Volk sieht. Diese Relationen. Und diese Relationen, meine lieben Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die muss man auch hin und wieder sich vergegenwärtigen. Weil wenn man weiß, was von uns verlangt wird, und natürlich jeder von uns macht tagtäglich Erfahrungen mit den Zumutungen eines jämmerlichen Systems, das glaubt, uns gegenüber das letzte Wort zu haben, aber das wird nicht der Fall sein, meine lieben Freunde. Ich bin sicher, dass das letzte Wort unser deutsches Volk haben wird. Unser deutsches Volk ist die Größe, an der wir uns zu orientieren haben, die uns Kraft gibt und die uns letzten Endes auch die Zuversicht gibt, dass das deutsche Volk das letzte Wort halten wird und nicht die Paragraphen dieses Systems. Und aus dieser grundtiefen Gewissheit heraus, meine lieben Freunde, kann einen auch nichts schrecken. Und lassen wir uns bitte auch nicht aus dem Takt bringen, wenn wir uns flüchtige Mehrheitsverhältnisse in diesem Land, die noch vielleicht den ein oder anderen beunruhigen, wenn wir uns die vor Augen halten, in meiner Heimatstadt München, die schon 2015 das Epizentrum des Irrsinns war. Ihr werdet euch erinnern, München, die Stadt, wo Hunderttausende von Zugewanderten, von vorgeblichen Flüchtlingen, von einer irrsinnigen Menschenmenge mit bunten Tüten und Plüschbärchen empfangen worden sind, als wären das Sportshelden. Und jetzt wundern sich diese gleichgeschalteten Gutmenschen über die steigenden Vergewaltigungszahlen und die täglich größer werdende Unsicherheit in unseren Städten. Ja, das hätten sie sich früher überlegen können. Aber es reicht ja offensichtlich immer noch nicht. Der Grad der Umnachtung, der hat noch längst nicht das Maximum erklommen. Letztes Wochenende München, wieder die Hauptstadt des Irrsinns. 25.000 Geistesgestörte demonstrieren für noch mehr Zuwanderer, demonstrieren für noch löchrigere Grenzen. Ja, das sind Irrsinnige, meine lieben Freunde. Und ich sage es auch hier. Applaus
Und ich sage auch hier, das sind Geisteskranke. Das sind nicht vielleicht Gutmenschen, die es nicht besser wüssten, sondern die wissen es besser. Jeder, der sich mit offenen Augen in der Realität umschaut, weiß, was die über uns heraufbeschwören. Das sind Geisteskranke, mit denen man offensichtlich nicht diskutieren kann. Und sie wollen es nicht anders. Und wie irr diese Leute sind, ich habe keinen anderen als einen klinischen Terminus, wie irr diese pathologischen Menschen sind, das sieht man daraus, dass vor ein paar Tagen, die meisten von euch werden die Bilder in den Massenmedien mitbekommen haben, und ich muss an mich halten, um da nicht das falsche Vergleichsvokabular zu bemühen. Da haben 600 maximal Pigmentierte den Grenzzaun der spanischen Mittelmeerexklave Ceuta überwunden. Und wir haben alle diese Bilder gesehen, welche Gestalten sich da in nicht hellen, sondern dunklen Scharen über den Zaun bewegt haben. Und die haben erstmals Flammenwerfer eingesetzt. Also man könnte ja schon fast von einem kriegerischen Akt sprechen, von dem Europa da betroffen wird. Und auch das war nur die bescheidene Vorhut dessen, was noch auf uns alle zukommt. Und was macht die neue spanische Linksregierung? Die bewaffnet nicht etwa die spanischen Grenzzäune mit Festungstürmen, Artillerie, Maschinengewehrposten, sondern sie beschließt, jetzt auch noch die Messerkanten an den Zäunen abzumontieren, damit künftige Invasoren es noch leichter haben, nach Europa vorzudringen, und nicht zu 600, sondern zu 6.000, zu 600.000. Das sind Geisteskranke, meine lieben Freunde. Denen ist nicht mit der Kraft des gesunden Menschenverstandes beizukommen. Die sind nicht mehr erreichbar für Argumente, für Fakten, für Zahlen. Eins und eins ist für diese Hanswursten nicht zwei, wie für jeden normalen Mensch, sondern genauso wie sie sich das Mensch, das Geschlecht aussuchen, suchen sie sich das Ergebnis aus, was eins und eins ist. Für den einen ist es drei, für den anderen fünfeinhalb. Ja, eins und eins ist für einen normal denkenden Menschen zwei. Und jeder weiß angesichts dieser Bilder von der spanischen Mittelmeerexklave, was verantwortungsbewusste Politik in einem solchen Fall zu tun hätte. Und nicht etwa den Stacheldraht abzumontieren und die Grenzen weit aufzureißen, meine lieben Freunde. Das sind Irre, das sind pathologische Vaterlandsverräter, das sind die Totengräber unseres Volkes. Nun braucht man sich angesichts der 25.000 Umnachteten vom letzten Wochenende auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Wenn man weiß, dass diese 25.000 Verwirrten von 130 Organisationen herbeigekarrt worden sind, aus ganz Bayern, zum Teil aus ganz Deutschland, dann relativiert sich dieser Affenzirkus schon wieder. Und wenn man weiß, dass das 25.000 waren und dass die Stadt München aber 1,5 Millionen Einwohner hat, auch dann relativiert sich dieses Bild schon wieder ein klein wenig. Aber es macht einen schon ein wenig betroffen, das Ausmaß, das geballte Ausmaß des Wahnsinns, der dort auf dem Königsplatz anzutreffen war, mit den üblichen halbdementen Schildchen, München ist bunt, Bayern ist bunt. Ja, meine lieben Freunde, wer für alles offen ist, das ist ein Spruch, der war schon vor 40 Jahren gültig, wer für alles offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. Und das gilt für diese Figuren. Aber während es früher, auch ich habe ja eine Zeit lang die Entwicklung der politischen Situation mitverfolgt, aber früher musste man sich die letzten Absichten und dunklen Ziele dieser Kreise oft aus dicken Verschwörungsbüchern zusammensuchen. Das ist heute nicht mehr nötig. Heute braucht man bloß die Bild-Zeitung aufschlagen. Da schwadronieren diese Figuren offen, ohne von irgendjemand belangt zu werden dafür, was sie vorhaben mit unserem Land. Da schwadronieren diese Leute, wir haben noch nicht genug Einwanderer, wir müssen noch mehr Einwanderer ins Land schaffen. Ja, wofür denn, meine lieben Freunde? Das letztendliche Ziel kann doch nur sein, die angestammte, seit Jahrtausenden in Europa angebende einheimische kulturelle
ethnische Mehrheit auszutauschen durch eine neue importierte Fremdbevölkerung. Da gibt's nichts zu diskutieren. Darauf läuft es hinaus. Und genau darin müssen wir diesen Windbeuteln Einhalt gebieten. Und diese Leute, die sind ja tatsächlich in einem klinischen Sinn umnachtet. Wisst ihr, wenn wir heute hinausgehen hier in dieses Dorf, in diese Kleinstadt, oder wenn ich in München in die Stadt fahre und mich ins Rathaus begebe zu meiner monatlichen Sitzung, dann bin ich umgeben von Andersdenkenden. Ja, bekommen wir deshalb alte Pusteln im Gesicht? Oder werden wir deswegen depressiv oder stürzen wir uns vom Balkon? Da könnten wir ja sofort anfangen und keinen Schritt vor die Tür tun. Wir sind doch nur umgeben von Andersdenkenden, bis auf Veranstaltungen wie hier, diese glückliche Kundgebung, wo Gleichgesinnte im gleichen Raum sitzen, denen gegenüber man nicht erst bei Adam und Eva anfangen und zu überlegen und zu argumentieren nötig hat, sondern wir sind ständig von Andersdenkenden und oft auch Umnachteten umgeben. Aber diese Leute, die leben in einem Kokon, die können sich das nicht mehr vorstellen, dass es Menschen gibt, die nicht linksversifft sind, dass es Menschen gibt, für die Heimat, das eigene Volk, das Überleben des eigenen Volkes, die eigene Familie, dass das vielleicht Höchstwerte sein könnten und nicht irgendwelche verblasenen, nichtssagenden Phrasen von Menschenrechten und Humanität. Das können sich diese Figuren nicht mehr vorstellen. Und sie bekommen tatsächlich Schnappatmung, wenn sie einem von uns leibhaftig gegenüberstehen. Das kann man schon auf Facebook austesten, wo man förmlich sieht, wie diese Figuren auf der anderen Seite der Leitung zu hyperventilieren beginnen. Aber das ist noch viel erfreulicher, quicklicher für Leute wie uns, wenn man das real austesten kann, wenn man tatsächlich seine Stimme erhebt, dort, wo es diese Klientel nicht erwartet. Und dann haben sie die erschreckliche Erfahrung eines leibhaftigen Patrioten vor sich und bekommen Schnappatmung. Meine lieben Freunde, schon das ist ein überzeugender Grund für unsere politische Tätigkeit. Allein unseren Gegnern zu demonstrieren, dass sie eben nicht das letzte Wort haben, sondern dass es auch in diesen umnachteten Zeiten Menschen, deutsche Patrioten gibt, die fürs eigene Volk einstehen und dafür den Mund aufmachen und dafür auch persönliche Risiken in Kauf nehmen. Schon das ist Genugtuung genug, wenn man dafür den anderen die Zornesröte ins Antlitz treibt. Das ist heute als Partei unsere Aufgabe. Als politische Gemeinschaft, als politische Kampforganisation, den anderen als organisierter Wille die Zornesröte und letzten Endes auch die Schamesröte ins Gesicht zu treiben, wenn man sie stellt bei ihren verbrecherischen Zielsetzungen und ihnen dagegen hält, das Lebens- und Überlebensrecht des eigenen deutschen Volkes. Das ist unsere Aufgabe als Nationaldemokraten. Dafür braucht man keine materiell hochgerüstete, mit Millionen Geldern ausgestattete Massenorganisation, sondern dafür reicht, meine lieben Freunde, und deswegen bin ich auch so stolz, Mitglied dieser Partei zu sein, dafür reicht eine kleine politische Kampforganisation, die aber auch weiß, warum sie in den politischen Kampf zieht und wenn es nur ist, den anderen die Zornesröte ins Gesicht zu treiben. Und das kriegen wir Nationaldemokraten auch jetzt noch allemal hin, meine lieben Freunde. Ich habe nicht nur Vertrauen in euch hier in Hessen, sondern jeder Einzelne, ob aus diesem Landesverband oder wo auch immer, jeder Einzelne von euch weiß, warum er den politischen Kampf so führt, wie er ihn führt. Gemeinschaft ist gut, aber auch das unterscheidet uns von den anderen
Heuchlerparteien und Lobbyparteien, dass notfalls auch jeder Einzelne von euch hinausgeht und nicht zögert, am Marktplatz seine Stimme zu erheben für Deutschland und deutsche Interessen. Wir wissen inzwischen, und dafür gibt es historische Vorbilder, und ich denke nicht an die üblichen, schlimmen, verrufenen, sondern auch unser Erwin Rommel hat in Afrika etwas propagandistisch sehr Lehrreiches geliefert. Er war dort auch chronisch in der Unterzahl und hat dann seine wenigen Panzer auf Besen und Büsche und Sträucher hingebunden, sodass der Gegner ihn für eine riesige, heranrollende Panzerarmada halten musste. Das ist ein Urgesetz der Propaganda, meine lieben Freunde, von dem gerade wir als eine kleine, aber gut organisierte politische Kampfgemeinschaft profitieren können. Und hier sitzt einer im Raum, und ich mache keinen Hehl, dass ich von ihm sehr viel gelernt habe, gerade was die Kniffe der Propaganda angeht, von Peter Marx. In den Jahren in der sächsischen NPD-Fraktion konnte man da sehr viel lernen. Und wir haben das bis heute, gerade in Zeiten, wo uns die Prozente nicht gerade stürmisch aus der Wählerschicht entgegenschlagen. Wir haben das gerade heute zu beherzigen, dass man eben oft auch Gebüsch und Besen hinter seine Fahrzeuge binden muss und mehr erscheinen muss, als wir tatsächlich sind. Und wenn man das beherrscht, dann beißt die Presse und springen die Medien noch immer über jedes Stöckchen, das man ihnen hinhält. Das ist zwar vielleicht nicht immer redlich, aber Politik, meine lieben Freunde, gerade Politik, wie die sogenannten Demokraten sie gemacht haben, ist nun einmal kein Ponyhof. Und da muss man auch einmal mit gröberem Pinsel zu Werke gehen und manchmal eben ein großes Gebüsch hinter seinen einzigen verbliebenen Panzer dran binden, damit man nach mehr ausschaut, als man tatsächlich ins Feld zu führen hat. Ich weiß, wovon ich spreche, und gerade ich als Einzelstadtrat in München, ich mache das inzwischen seit 10 Jahren, aber jede einzelne Stadtratssitzung ist mir erneut eine Belehrung darüber, dass es richtig ist, was unser Eins macht. Weil es ist hier im kleinen Mikrokosmos des Münchner Stadtrats genau das Gleiche wie in der großen politischen Landschaft. Wenn die eine Stimme, die es dort gibt, gegen den Irrsinn, wenn die nicht da wäre, es wäre keiner da, der diese Stimme erheben würde. Und genau das ist unsere politische Raison als Partei. Wenn es uns nicht gäbe, es würde keiner die Stimme für Deutschland erheben. Und muss sich noch eine kleine Überlegung anflechten und doch ein paar Worte verlieren über die vorgebliche Alternative, die keine Alternative für Deutschland ist. Wir dürfen uns da nicht in Depression stürzen lassen über die Wahlergebnisse, die diese dubiose Truppe zurzeit einfährt. Im Gegenteil, meine lieben Freunde, wir wissen doch, wofür wir einstehen. Wir wissen, dass wir von Anfang an, seit den ersten Jahren unseres Bestehens, nie für etwas anderes eingestanden sind. Und wir wissen, dass unsere politischen Antworten als Nationaldemokraten in den 60er Jahren genauso richtig waren, wie sie heute sind im Jahre 2018. Darüber brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, schon gleich gar nicht in diesem Kreis hier. Aber gerade heute, wo das Gespenst, die Mogelpackung des sogenannten Populismus umgeht, gerade da haben wir doch die Aufgabe, meine lieben Freunde, diese dubiosen Figuren vor uns herzutreiben und zu stellen und zu messen an ihren Aussagen, wo sie eben nicht das Maximum für unser Volk fordern und sich in maximaler Weise für die Interessen des eigenen Volkes einsetzen, sondern Wischiwaschi und Halbgares verbreiten und Israel hofieren. Das ist alles nicht unser Film, meine lieben Freunde. Unser Film ist es, diese Figuren vor uns herzutreiben, ihnen zu zeigen, was nationale Opposition tatsächlich ist und wogegen sie Scharlatane und eine Mogelpackung sind. Und das ist, meine lieben Freunde, auch gar nichts Unmögliches. Und das ist eine Entwicklung, die in ganz Europa sich so mehr oder weniger vollzieht. Wir haben
den breiten Durchmarsch zur Zeit der sogenannten Rechtspopulisten. Aber überall gibt es rechts neben denen immer noch genügend Wähler, die den Zauber, den Falschen durchschauen und eine rechtere, konsequentere Partei wählen und für richtig halten. Und genau das, meine lieben Freunde, ist unsere Aufgabe in Deutschland. Diese 2 oder 4 oder sogar 6% vom Kuchen sind in Deutschland allemal für uns vorhanden. Und deswegen dürfen wir den anderen nicht hinterherlaufen, dürfen wir unsere Forderungen nicht abschleifen, moderat machen, gefälliger machen, sondern im Gegenteil, wir müssen jetzt zeigen, was echte nationale Opposition ist, müssen unser Profil schärfen und ich sag's nochmal, die anderen vor uns hertreiben, bis ihnen die Puste ausgeht. Unsere Gegner, das wissen wir von je, ist die große postsozialistische Einheitspartei von Schwarz, Grün, Lesbisch bis Liberal, FDP. Das ist heute, da gibt es keine Unterschiede mehr. Das ist eine linksliberale Mischpoke und wo man draufschlägt, man trifft keinen Falschen. Das wissen wir sowieso. Aber zu all denen ist inzwischen noch die alternative Mogelpackung dazugekommen, die wir gleich dazu in den Sack packen können, meine lieben Freunde. Und alle diejenigen haben wir politisch zu bekämpfen. Das ist unsere politische Raison. Und das, denke ich, ist zumindest für die nächsten Jahre eine politische Existenzberechtigung, für die zu kämpfen es sich allemal lohnt. Ich komme zum Schluss, weil ich auch unter diesen tropischen Bedingungen eure Geduld nicht endlos strapazieren will. Aber letzten Endes, und das möchte ich euch mit auf den Weg geben, gibt es keinen, aber auch überhaupt keinen Grund zu resignieren und die Flinte vielleicht ins Korn zu schmeißen. Im Gegenteil, aber das ist eine alte Weisheit der deutschen Landsknechte. Je ärger die Lage und je mehr die Zahl unserer Feinde, umso ruhmvoller ist es jetzt erst recht, bei der Standarte zu bleiben. Es gibt keinen Grund zu verzweifeln. Es gibt real keinen Grund, sich vor den Anwürfen dieses untergehenden Systems wegzuducken, das aus dem letzten Loch pfeift. Auch wenn es sich noch geriert wie ein Papiertiger, der aber auch demnächst als Bettvorleger der Geschichte enden wird, meine lieben Freunde. Das ist die Zuversicht, die uns einfach innerlich auch treiben muss. Aber abseits dessen, wenn wir am Montag wieder hinausgehen in unserem politischen Kampf, dann müssen wir das tun in dem Bewusstsein, dass wir auch unter schwierigen Bedingungen, wie wir sie derzeit vorfinden und gerade unter den Bedingungen einer täglich verrückter werdenden Welt, eine Bestimmung, eine Mission haben, die uns niemand abnimmt und die nur wir ausfüllen können. Dafür gehen wir Nationaldemokraten nach draußen, dafür führen wir unsere Wahlkämpfe, dafür zeigen wir Gesicht in den Parlamenten, dafür stehen wir ein und dafür gibt es keinen Grund einzuknicken. Das ist die Gewissheit, die uns alle hochhalten muss. Ich danke euch für eure Geduld. Aber wenn es etwas gibt, dann ist es diese Zuversicht. Weil Fakten referieren muss ich hier in diesem Kreis nicht. Was die Stunde geschlagen hat, das weiß jeder. Aber wenn ich dazu beitragen kann, ein klein wenig gute Laune zu verbreiten, dann sehe ich das als meinen kleinen Beitrag, warum ich heute hierher gekommen bin. Dafür danke ich euch.